Hallo, meine lieben Freunde, danke fürs Vorbeischauen. Heute möchte ich euch was ganz Besonderes zeigen, was bei mir großartig funktioniert hat. Ich dachte, ich mache das Video gerade heute und ganz spontan, ohne großartige Vorbereitung, weil ich an meinem Fuß was entdeckt hatte und ich dachte, damit ich halt eben das vorzeigen kann, also demonstrieren kann, nutze ich gerade die Gelegenheit. Es sieht nicht gerade wunderschön und lecker aus, aber es ist gut, damit ich euch das mal hier richtig präsentieren kann, ist die richtige Zeit. Ich erkläre euch das mal. Essig-Essence ist in Deutschland überall erhältlich, bei Norma, Aldi, Lidl und alle anderen Supermärkte. Das ist so Basis-Lebensmittel, was es bei uns gibt. In Deutschland, in der Schweiz wollte ich meinen wunderbaren Münchner Kartoffelsalat machen und habe diesen fantastischen Essig nirgendwo finden können. Dieser Essig ist sehr, sehr stark. Hat hier 20% Säure und wird biologisch gewonnen. Es ist ein Multitalent im Haushalt. Ich benutze das zum Entkalken von allem im Badezimmer, die Kaffeemaschine, alles. Und natürlich auch zum Kochen. Also für Salate vor allem. Hier. Essig mit der hohen Prozentsäure lässt sich in der Schweiz ausschließlich in der Apotheke finden. Was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde. Man kriegt da wie so eine Arzneimittel, wird es verpackt, verpasst, abgefüllt. Hier gibt es einen guten Tipp für Gurkensalat. Also für richtig guten Gurkensalat. Nicht so luschige Gurkensalat. Hier 2 Esslöffel Essig-Essence mit 4 Esslöffel Wasser, 3 Esslöffel Zucker, etwas weißem Pfeffer und eine Prise Salz verrühren. Über eine geschälte und in Scheiben geschnittene Salatgurke geben und gut durchziehen lassen. Fantastisch! Es schmeckt grandios. Es ist hier so eine klare Flüssigkeit. Ich war entsetzt, dass es in der Schweiz nur in der Apotheke zu kaufen gibt. Natürlich zu einem anderen Preis. Bis ich durch Zufall, dank meiner Wissbegierigkeit und meiner Freude am Entdecken neuer Sachen, bin ich in einem Balkan-Lebensmittelladen reingegangen, um zu schauen, was die alles für tolle Sachen haben. Und dort scheinen die das auch in der Küche zu benutzen. Essig-Essence gibt es in der Schweiz in Balkan-Lebensmittelläden zu kaufen. Und das finde ich großartig, weil die benutzen das offensichtlich auch für Salate. Das ist essentiell für Salate. So weit, so gut. Was ich euch erzählen wollte, ist eben, warum ich heute das Video gemacht habe. Es ist vielleicht nicht gerade der schönste Anblick oder nicht meine schönste Seite, aber gehört halt eben auch zu mir. Ich habe hier ein Hühnerauge, das ziemlich tief reinwächst. Es schmerzt sehr beim Gehen, beim Laufen und Sporteln macht natürlich so auch keinen Spaß. Ich tendiere hier zu Hornhaut, wie man sehen kann. Aber das ist ja jetzt schon einiges besser. Ich hatte schon ein bisschen schlimmer. Das Schlimmste, was schmerzhaft ist, ist eben dieses Hühnerauge. Ich habe das behandelt und jetzt schält sich das von alleine. Bevor ich das jetzt wegmache, dachte ich, mache ich dieses Video, damit ihr das sehen könnt. Also damit ich das demonstrieren kann. Es ist immer spannend, wenn man so Vorher-Nachher-Bilder, Videos sieht. Aber hier kann man schon richtig sehen, es hält noch an dem Hühnerauge fest. Aber es lässt sich einfach abziehen. Und darunter, das ist alles abgestorbene Haut und darunter ist halt eine schöne, weiche, rosa Babyhaut, wunderschön. So, und damit kann man auch, mit der gleichen Methode kann man auch den Rest des Fußes behandeln, dass man halt befreit wird von Hornhaut. Ich hatte hier hinten ganz extreme Hornhaut, das richtige Risse hatte. Also wirklich nichts Schönes. Dort hat sich auch irgendwie gerne von Flipflops mit schwarzer Laufsohle, natürlich dann immer auch was irgendwie so richtig eingefärbtes, nichts Schönes. Und jetzt möchte ich euch verraten, wie ich das ganz einfach weggekriegt habe. Essig-Essence, der Superstar. Der absolute Superstar sollte in keinem Haushalt fehlen. Wer die Möglichkeit hat, in Deutschland einzukaufen, deckt euch damit ein. Das ist großartig. Ein Wundermittel, kann man sagen. So.
Also, jetzt schauen wir mal, wie man das am besten auch nicht kriegt. Ich habe hier einen Behälter. Da habe ich schon ein bisschen Essig-Essence reingeschüttet. Also, genau. Wie ich diese Hühnerauge behandelt habe, ist, ich habe hier so ein Kosmetik-Pad-Kno genommen. Hier durch 4 geteilt, also zusammengelegt. Dann eben getränkt in Essig-Essence. Es riecht stark, gell? Also nicht erschrecken. Sensibelchen können das natürlich auch mit Wasser strecken. Die, die hart im Nehmen sind, die können es auch pur benutzen. So, und danach legt man das hier so drauf auf die besagte Stelle, der halt hier so ein Hühnerauge hat. Und dann nimmt man ein Pflaster und fixiert das hier so mit dem Pflaster. Ne? So, und dann lässt man es über Nacht wirken. 1-2 Wochen später, also wirklich, es dauert eine Weile, bis sich das von alleine löst und irgendwann mal merkt man, na hoppla, da hat sich ja was getan. Und dann kann man sich daran erfreuen. Großartig. Die Schmerzen lindern sich und es ist wirklich eine großartige Sache. Was die Damen und Herren machen können für geplagte Füße, Hornhaut geplagte Füße, da möchte ich euch auch mal einen Trick zeigen. Ich habe hier so eine dicke Socke. Die stülpe ich mir über meinen Fuß, so, nicht? Und dann tauche ich den Fuß in diese Suppe inne. Also wie gesagt, die hart im Nehmen sind, benutzen Essig-Essence pur und die Sensibelchen, die Empfindlichen und so weiter und die Verängstigten und die Unsicheren und bla bla blub, die können das mit Wasser strecken. Also wenn du streckst, würde ich jetzt mal 1-3, im Verhältnis 1-3. Jedenfalls, wenn man die Socke in die Flüssigkeit eintaucht, dann sollte man halt darauf achten, dass alle Regionen, die so Hornhaut geplagt sind, schön feucht werden, durchnässt sind. So, jetzt ist gut, es ist schön aufgesaugt. Und jetzt nehme ich so eine Tüte, die gibt es in jedem Supermarkt für Gemüse und Früchte. Die stülpe ich mir so über. Und dann nehme ich noch eine Socke, am besten eine, wo man nicht rutscht. Und die ziehe ich dann über die Tüte drüber. So. Ich würde es mindestens eine halbe Stunde einwirken lassen. Wenn es gestreckt ist mit Wasser, dann darfst du es auch ruhig ein bisschen länger einwirken lassen. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde einwirken lassen und dann wieder alles weggemacht, warm abgeduscht und dann hat es auch 1-2 Wochen gedauert und dann ging halt der Prozess los. Und dann hatte ich so wunderschöne Babyhautfüße, allerdings auch hochgradig empfindliche Füße. Also wer das nicht gewöhnt ist, der wird schon ein bisschen Mühe haben beim Gehen. Also aufpassen, am besten empfehle ich, das zu strecken oder vielleicht auch nur diese befallenen Zonen damit zu verarbeiten. Auf jeden Fall wirkt es grandios, es ist ein richtiges Wundermittel und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Und ich wäre froh, wenn ihr mir sagen könntet, ob das was gebracht hat und ob es bei euch auch geklappt hat. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.